Einen schönen Samstag und willkommen zum Flashback. Wien will raus aus Gas. Die Post hat ihr Megabauprojekt in Hernals gestoppt und am Rathausplatz ist der Wiener Eistraum zurück. Wien will bis 2040 klimaneutral werden. Dieses ehrgeizige Ziel hat sich die rot-pinke Stadtregierung in ihrem Koalitionsübereinkommen selbst gegeben. Eine der größten Herausforderungen dabei sind die rund 580.000 Gasthermen und 460.000 Kochgasgeräte. Bei der Regierungsklausur diese Woche war Raus aus Gas deshalb das zentrale Thema von SPÖ und NEOS. Bis 2040 soll in Wien klimaneutral geheizt und wenn notwendig auch gekühlt werden, so Bürgermeister Ludwig. Dafür wurde die bestehende Energieraumplanung zur Wiener Wärmeplanung weiterentwickelt. In dicht bebauten Gebieten will die Stadt großteils auf Fernwärme setzen. In den weniger dicht bebauten Grätzeln sollen hingegen erneuerbare Energielösungen zum Einsatz kommen. Pro Jahr will die Stadt rund 1,3 Milliarden Euro investieren. Jahrelang ist verhandelt worden. Jetzt hat die Post AG überraschend ihr geplantes Bauprojekt am Postsportplatz in Hernals gestoppt. Geplant war der Bau von rund 1000 Wohneinheiten sowie die Modernisierung der Sportanlagen. Rund 15 Millionen Euro wollte die Post, der das Areal gehört, investieren. Man habe sich nicht mit den Raumplanern der Stadt einigen können. Die Anforderungen von 2/3 gefördertem Wohnbau seien wirtschaftlich nicht vertretbar gewesen, heißt es seitens der Post. Die Stadt Wien zeigt sich angesichts des Projektstopps überrascht. Wie es weitergeht, ist unklar. Prinzipiell besteht mit dem Postsportverein ein Mietvertrag für noch weitere 5 Jahre. Gute Nachrichten für alle Eislauffans. Der Wiener Eistraum am Rathausplatz hat wieder eröffnet. Auf einer Fläche von 8500 Quadratmetern können Groß und Klein über das Eis schwingen. Angesichts der Energiekrise setzt die Stadt auf ein neues Energiekonzept. Dieses reicht von einer Schneeschmelzanlage über Abwärmenutzung bis zum Strom, der zu 100% aus Wasserkraft bezogen wird. Einmal werde ich es sicher selber schaffen. Ich habe das gerade mit Freunden besprochen, dass es doch schön wäre, wenn man hier selbst einmal eine Runde drehen könnte. Also bis Anfang März habe ich ja die Chance und ich hoffe, ich finde auch da meinen eigenen Kreislauf. Der private Kindergartenverein Mini Bambini steht im Verdacht, Fördergelder der Stadt Wien missbraucht zu haben. Das geht aus dem Bericht des Stadtrechnungshofs hervor. Bei einer stichprobenweisen Prüfung wurden zahlreiche Auffälligkeiten entdeckt. Unter anderem wurde das Essen für die Kinder nicht von einem Caterer zubereitet und geliefert, sondern von einer Scheinbaufirma. Die Stadt hat nun die Staatsanwaltschaft informiert und die Rückforderung der Fördermittel eingeleitet. Wiens 10. Gesundheitszentrum hat in Döbling seine Türen geöffnet. Die Gruppenpraxis bietet neben Allgemeinmedizin auch Betreuung in den Bereichen Psychotherapie und Diätologie an. Das Zentrum verbucht schon jetzt einen großen Zulauf. Na gut, das Primärversorgungszentrum hier an der Grottenbaustraße in Oberdöbling ist ganz essentiell wichtig für den Einzugsbereich hier, der ist ja sehr groß und ich höre, es floriert schon sozusagen, die Kunden sind sehr interessiert, die Patientinnen und Patienten sind sehr interessiert, also ein Mehrwert für den Bezirk, ganz klar. Gesundheitsstadtrat Hacker zeigte sich bei der Eröffnung hoch erfreut. Bis 2025 soll es insgesamt 36 Gesundheitszentren in Wien geben. Im Augenblick sind tatsächlich 12 konkrete neue Zentren in der Planung. Einige davon werden heuer noch aufmachen, die anderen nächstes Jahr. Also schon langsam werde ich doch zuversichtlich, dass meine Ungeduld an den richtigen Stellen platziert dann doch Früchte tragen wird. Die Buckhoff-Orgel aus dem Jahr 1856 in der Maria-Treu-Kirche in der Josefstadt ist, salopp gesagt, in die Jahre gekommen. Eine Generalrestaurierung ist schon lange nötig. Ein gemeinnütziger Verein rund um Markus Semmeliger hat bereits 240.000 Euro gesammelt. Weitere rund 500.000 Euro werden aber noch benötigt. Die ersten Arbeiten zur Instandsetzung sollen heuer im Juni starten. Neben den Abnutzungserscheinungen und der starken Verschmutzung aufgrund der 165 Jahre, die sie jetzt schon steht, ist dazwischen wohl einmal gereinigt worden, aber die letzten 50, 60 Jahre gar nicht mehr. Und das muss einfach alles restauriert werden und zurückgeführt werden, um sie zu ihrem ursprünglichen Klangfülle wieder auferstehen zu lassen. In Rudolfsheim 5 Haus wurde ein Gründerzeithaus abgerissen. Und das, obwohl die Emma 19 das Gebäude als erhaltenswert eingestuft hatte. Möglich wurde der Abriss durch ein Gutachten, das die wirtschaftliche Abbruchreife belegte. Demnach wäre eine Sanierung aufgrund der enormen Kosten nicht rentabel gewesen. Die Hauseigentümer streben jetzt einen Neubau an.
Holiday on Ice ist zurück. Bis 29. Jänner zeigen die besten Skaterinnen und Skater der Welt eine Eisshow der Superlative in der Stadthalle. Atemberaubende Akrobatik auf und über dem Eis sowie spektakulärer Eiskunstlauf werden geboten. Flashback war bei der Premiere dabei. Diese und noch viele weitere Nachrichten aus Wien und den 23 Bezirken liest du auf meinbezirk.at/Wien. Wir sehen uns wieder in der nächsten Ausgabe von Flashback, wenn es wieder heißt Wien in 5 Minuten. Schönes Wochenende!